Das Netz lacht. Waren die DSD-Sänger je schlechter? Na, das hat sich Pop-Titan Dieter Bohlen, 64, bestimmt anders vorgestellt. Seine 16 DSDS-Sternchen treten heute in Südafrika in direkter Konkurrenz gegeneinander an, denn nur 8 angehende Sänger schaffen es in die nächste Runde und damit in die legendären Live-Shows. Geht es nach den TV-Zuschauern, dürften wohl alle Kandidaten heute ihre Koffer packen und nach Hause fliegen. Das Netz lacht über die schiefen Töne. Stimme des Todes, oh mein Gott, die von The Voice singen an die Wand, wie haben die es in den Regal geschafft? Oder Blamage bei DSDS, urteilten die User bei Twitter. Gerade Castingshow-Teilnehmerin und Ea-Seier sorgen für blutende Ohren bei der Netz-Community. Mit Für dich von Yvonne Katterfeld, 38, wollten sie bei der Jury eigentlich punkten, das ging aber mächtig nach hinten los. Und der Song stammt auch noch aus der Feder von. Die Kandidaten trällern ihre Songs in einer vollbesetzten Arena. Das Publikum jubelt ohne Ende und gerade das geht den Usern auf die Nerven. Dieses Geschrei im Hintergrund nervt total. Mag die Staffel eigentlich total gern, aber das Gekeifer ist schrecklich oder man kann nix genießen, lauten zwei Facebook-Kommentare. Was sagt ihr, singen die Kandidaten bei wirklich so schlecht? Stimmt ab.